Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute kommen die Woche 7 Challenges aus Season 3 raus und dazu werde ich euch in diesem Video alle Lösungen zeigen. Und wenn ihr natürlich in Zukunft auch zu den ganzen weiteren Challenges keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr natürlich gerne auf diesem Kanal ein Abo dalassen. Natürlich wird es auch weiterhin in allen weiteren Seasons immer noch Challenge-Videos kommen. Also wie gesagt, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Außerdem sind wir auch ganz, ganz kurz vor den 1500 Abonnenten. Würde mich auf jeden Fall auch freuen, wenn wir das heute noch schaffen können. Des Weiteren würde ich mich natürlich aber auch freuen, wenn ihr auf meinem Twitch-Kanal mal vorbeischaut. Dort werde ich heute auch wieder live sein und wir werden heute den Booger Throwback Cup zocken und wenn ihr dort nichts verpassen wollt, lasst gerne ein Follow da und ich hatte auch heute Morgen schon zur nächsten Wasserabsenkung wieder ein Video hochgeladen, natürlich werde ich das euch auch in der Infokarte verlinken, ist mittlerweile auch schon die vorletzte Wasserabsenkung und die letzte Wasserabsenkung wird dann am 1. August stattfinden und ich würde sagen, wir gehen mal direkt mit der ersten Challenge und zwar befindet sich die hier in Retail Row, dort müssen wir insgesamt 7 Truhen durchsuchen, relativ leichte Challenge, einfach hier einmal durch die ganzen Gebäude durchgehen, muss ich in einer Runde sein, genauso wie die ganzen anderen Wochen natürlich auch. Sollte auf jeden Fall sehr, sehr leicht sein und ist ja eine der klassischen Challenges. Dann, wenn ihr damit fertig seid, könnt ihr als nächstes hier etwas weiter in Richtung Lazy Lake gehen und dort müsst ihr einmal zu Rapids Rust gehen. Das ist diese Stelle hier, wo die ganzen Boote rumstehen mit den ganzen Steinen, was hier neben Lazy Lake direkt steht. Und dort müsst ihr insgesamt 300 Steine sammeln. Ist auch relativ simpel. Die großen Steine hier bringen teilweise mehr als 150 Steine. Also insbesondere der Stein hier, der bringt wirklich sehr, sehr viel. Aber auch dieser Stein bringt ebenso viel. Und die ganzen anderen Steine bringen auch nicht schlecht viel Stein. Allerdings, wie gesagt, die beiden bringe ich am meisten. Und damit solltet ihr dann die Challenge sogar vielleicht schon mit den 2 Steinen abgeschlossen haben. Danach könnt ihr einmal hier die Rampe hochgehen. Und da müsst ihr nämlich als nächstes bei Catty Corner Garnknäuel finden. Dort geht es einmal unter anderem hier oben auf so einem kleinen Plateau drauf. Dort müsst ihr einfach euch einmal hochbilden und dann entweder einmal damit interagieren bzw. das einfach berühren. Ich weiß nicht, wie die Challenge genau funktioniert. Auf jeden Fall befindet sich hier der erste Garnknäuel. Der zweite befindet sich dann hier direkt neben in diesem Container. Dort befindet sich das zweite. Wie gesagt, einmal befindet sich der erste an der Stelle, der zweite dort. Und dann geht es nochmal in die Tankstelle rein, auf die obere Etage. Dort kommt ihr am besten einmal hier von hinten rein. Und dort könnt ihr einmal hier das Garnknäuel sammeln. Ansonsten befindet sich auch hier direkt an der unteren Ecke noch ein weiteres Garnknäuel. Ihr braucht allerdings nur insgesamt 3. Also könnt ihr auch einfach nur eines von beiden einsammeln. Und dann habt ihr auf jeden Fall die nächste Challenge auch schon direkt abgeschlossen. Dann, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, gibt es ja zurzeit wieder Gruppenhilfen. Zumindest in einer gewissen Variation. Denn es wird jetzt immer ungefähr 2 Challenges pro Woche geben, wo man eben halt das Ganze mit einer Gruppe abschließen kann. Also wenn ihr beispielsweise Squads spielt, dann könnt ihr eben halt mit eurem ganzen Team, mit euren ganzen Teammitgliedern die Challenge abschließen. Und letzte Woche war das eben halt eine Truhendurchsuchen-Challenge, wo man als erstes 550 brauchte. Jetzt ist es diese Woche eben halt eine Spieler-Eliminierungs-Challenge. Und zwar braucht ihr diesmal einmal 5 Kills und danach braucht ihr eben halt 50 Kills. Das heißt, es ist eine stapelbare Challenge. Also braucht ihr in der ersten Runde eben halt als erstes mal 5 Kills und dann braucht ihr nochmal in einer weiteren Runde 50 Kills, beziehungsweise danach könnt ihr es eben halt über mehrere die 50 Kills sammeln und da bekommt er dann für die erste Stage 35.000 EP und für die zweite Stage 80.000 EP. Wie gesagt, könnt ihr auch ganz einfach machen, indem jeder aus eurem Team beispielsweise 12 Kills holt beziehungsweise 13 Kills holt, dann habt ihr das vielleicht sogar in einer Runde schon geschafft. Ist natürlich trotzdem nicht leicht, aber so könnt ihr es auf jeden Fall deutlich leichter abschließen, als wenn ihr das nur im Solo macht. Dann geht es als nächstes nochmal weiter nach Slurpy Swamp und zwar müsste ich hier Kondition oder Schild vom Slurp mitnehmen. Um Slurp zu bekommen, ist das eigentlich relativ simpel mit diesen ganzen Slurp-Festern. Die bringen jeweils immer 10 Slurp. Wichtig ist dabei natürlich, dass ihr es wirklich, dass ihr wirklich den Slurp bekommt. Also wenn ihr schon 200 Leben habt, dann zählt es natürlich nicht. Ansonsten könnt ihr auch diese Slurp-Fester benutzen. Die bringen jeweils 50 Shield bzw. Green Life. Und damit könnt ihr dann insgesamt schon direkt die 100 Slurp Shield oder Green Life sammeln. Und ansonsten würde es ab der nächsten Woche natürlich hier auch wieder dieses Slurp-Wasser geben, womit ihr euch notfalls auch regenerieren könntet. Und damit könnt ihr dann die Challenge auch abschließen. Dann geht es einmal etwas weiter in den Norden und zwar nach Weeping Woods. Dort müssen wir diese Woche Ringe in der Luft sammeln. Hatten wir auch schon als gleiche Challenge bei Lazy Lake und Pleasant Park. Dort gab es allerdings irgendwie teilweise Bugs, das nicht funktioniert hat. Ich weiß nicht, ob die es mittlerweile gefixt haben. Wenn sie es nicht gefixt haben sollten, dann wartet einfach ein bisschen ab. Vielleicht wird die Challenge wieder ersetzt oder ihr
werdet ihr einfach irgendwie automatisch abgeschlossen bekommen. Oder ansonsten wird das vielleicht sonst noch irgendwann in den nächsten Wochen irgendwann gefixt. Auf jeden Fall müssten die ja überall auf den Dächern oder so sein. Und davon müsst ihr insgesamt dann, glaube ich, tatsächlich nur einen einzigen Ring einsammeln. Ansonsten, wie gesagt, wartet einfach ein bisschen ab, falls ihr irgendwie nicht sichtbar sein sollten oder so. Und damit habt ihr dann auf jeden Fall auch schon die Challenge abgeschlossen. Dann geht es einmal weiter Richtung Pleasant Park. Und zwar müsst ihr dort Munitionskisten durchsuchen. Ist auch eine relativ leichte Challenge. Einfach durch die Häuser durchgehen. Häufig sind die beispielsweise unter den Treppen und auch häufig in Dächern drin zu finden. Und damit so habt ihr dann auch schon direkt die nächste Challenge abgeschlossen. Dann kommen wir direkt zur letzten Challenge. Und diese befindet sich bei Sweaty Sands. Sweaty Sands ist ja mittlerweile auch wieder ein ganz normaler Ort. Ohne dass dazu zwischen Wasser ist und dort müsst ihr eben mal diese Woche 3 Kills machen. Ist auch eine relativ leichte Challenge, geht natürlich am leichtesten immer in Gruppenkeile, sollte man allerdings auch in jedem anderen Modus relativ leicht schaffen können. Und damit waren das dann auch schon alle Challenges für diese Woche. Ich hoffe, euch hat natürlich dieses Video gefallen. Wenn es so sein sollte, lasst gerne eine Bewertung da und dann bis zum nächsten Video. Ciao.